Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Hunting Mythos und ich bin der Clicker Heroes 1. Ja, das Wichtigste erstmal vorweg, in die Gilde gucken. Ich habe Mali den Guild-Lead gegeben, weil ich wollte das ja eh nicht haben. 2, 4, 6, 8, 9. Also ein Platz ist noch frei, wenn ich das richtig sehe, ne? 2, 4, 6, 8, 9, ja. Ja, also Jan, wenn du bist ja nicht mehr in der Gilde, wenn du wiederkommen willst. Versuch's, weil es gibt doch jetzt auf Smartphones auch das Update, nicht? Wenn ich das richtig gesehen habe. Darf's gerne wiederkommen, meiner Meinung nach. So, und dann geht's jetzt hier mal los. Oh, ein Drache. Oh, das erinnert mich wieder an die Rick and Morty-Folge. Oh. Gibt ja neue Rick and Morty-Folgen. Oh Mann, ey. Wirklich. Holy moly, mehr sage ich dazu nicht, ey. Ah, so. Also so sieht's aktuell aus. Wir haben halt ein paar Mal den Siemer-Boss gemacht, weil ich hatte das vergessen. Ich hatte montags solche keine Zeit oder keine Lust, am Rechner zu gehen. Ne? Und dadurch ein paar Mal den Boss gegrindet. Hier ist schon wieder einer tot. Ja, komm. Revive hier. Blöder Arsch. Idiot da. Ja, ich mach diese Fähigkeiten oder ich mach diese Quests nur, um zu skillen im Endeffekt. Ne, er ist ja der Letzte hier oben, der noch was wert ist, aber es gibt hier auch nichts, was ich wirklich haben will. In den meisten Fällen, naja. Tja, also meine maximale Ebene liegt aktuell bei 43.000, das ist schon nicht schlecht. Wenn ich überlege, wie viel Zeit ich in diesem Spiel verspendet habe, um auf 20.000 zu kommen. Ja, nur weil ich Idlebild gespielt habe. Ich habe das letzte Mal 400 Souls gekriegt. Ich habe von 7, irgendwas Prozent auf fast 10% erhöht. Das Ding cappt wohl bei 25%, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hier sieht man halt auch, wie die Boni verteilt sind. Ne? Mittlerweile bin ich hier bei 9.300% Schaden. Das ist heftig. Ancient Costs sind nochmal ein bisschen runtergegangen, ja. Ponyboy ist stärker geworden und der Rest ist mehr so. Passt standardmäßig. Der hier ist ein bisschen besser geworden, weil die Ebene gehen jetzt auch viel weiter als früher. Ne? Kronos. Ja, Bossfight-Timer, genau. Das müsste ein bisschen angepasst werden, wie es scheint. Deswegen, ja. Es ist auch gar nicht verkehrt, mehr Rubine auszugeben, ne? Ich könnte wirklich sagen, wenn ich jetzt bei den 30.000er-Ebenen bin, dass ich wirklich mal einmal einen Timelapse mache. Weil ich habe 470 Rubine und das wird ja immer mehr, mehr, mehr und mehr. Ich hätte gerne noch einen Autokläger. Hätte ich erstens hätte ich dann 10. Und zweitens hätte ich dann, wie soll ich sagen? Keine Ahnung. Ich hätte halt 10. Ich brauche theoretisch hierfür und hierfür noch einen, habe aber bloß noch einen Autoklicker. Das heißt, ich hätte gerne drei zum Kämpfen und dann den Rest so verteilt. Weil das hier muss ja permanent an sein, das muss auch permanent anbleiben. Die hier sind aktuell schon wieder alle permanent. Das heißt, wenn ich hier ankomme, sind die anderen automatisch mit permanent. Läuft also schon mal. Zehnfach Gold, Click Damage. Also die Items sind so nutzlos jetzt in diesem Bereich. Die gehen auch so schnell weg, ne? Weil wenn du einmal transzendierst, dann ist das so schnell weg alles. Es lohnt sich gar nicht mehr, die Dinger wirklich zu nutzen. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, im Endeffekt. Hui. Ich weiß nicht, steigt dadurch der Klickschaden auch? Nee, nicht mal, ist nicht zu merken. Und 25 sollten ja immer so das Maß sein, wo irgendwie Schaden dazu kommt. Eigentlich ist das schade. Aber naja, es ist halt nur mal so. Wir wechseln wohl jetzt diese Runde schon zu Skogur. Der ist jetzt wohl schon dran, wie es aussieht. Ne? Ich bin gespannt, wann wir da mal zu Seiler wechseln. Das dauert ja noch richtig lange, wenn das mit 4000 war das. E4000 oder so ist. Das wird noch richtig lange dauern. Ich muss mal kurz gehen. Uiuiui. Tja, das Traurige an diesem Spiel ist, du kannst nicht viel erzählen, ne?
Gibt ja hier im Grunde nichts zu sagen. Heilige Scheiße, Level 1281. Da mach ich überhaupt keinen Damage mehr dran. Holy moly. Okay. Da heißt es für mich also bloß noch einsammeln. Weil das ist definitiv zu heftig hier, das Ding. Zu heftig. Okay, wie viel Schaden haben wir denn gemacht? Ich glaube nicht wirklich viel. Wenn ich mir die HP so angucke, definitiv nicht viel. Wie sieht's hier aus? Ich wünschte, ich wüsste, wie viel Souls dabei rauskommen. Da könnte ich das abschätzen, ob sich das lohnt, das zu holen. Wer weiß. Das hier dauert auch noch eine ganze Weile. 270 Schaden ist schon echt nicht wenig. Ich denke, dass die anderen ungefähr mittlerweile denselben Schaden machen. Ich glaube, dadurch, dass ich ein- oder zweimal nicht abgeholt habe, die Kiste, müsste man mir schon langsam auf die Schliche kommen damit. Wir gucken mal, also den schaffen wir heute noch locker. Ich habe ja die Hälfte alleine runtergeboxt. Ja, also das wird relativ was werden. Wir haben ja genug Leute drin. Alle nutzen das Feature. Von daher, wir haben irgendwie von jedem drei, ne? Interessant, das heißt, der Zehnte, der hier reinkommt, macht das System kaputt. Da muss ich dann für eins entscheiden. Und das wird dann eins zu viel sein, sozusagen. Naja, gut, ich würde sagen, es gibt hier nichts mehr zu erzählen. Ne, es ist halt Clicker Heroes, ich warte jetzt darauf, dass ich eben eine 40k erreiche irgendwann und mache halt neu. Also, was soll ich sagen? Beziehungsweise wahrscheinlich eben 50k als nächstes. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute, ne? Könnt ihr mal gerne ein paar Kommentare da lassen, wenn ihr Bock habt. Schreiben, was ihr so gemacht habt oder wie lange ihr geidelt habt, bis ihr gemerkt habt, dass das andere viel besser ist. Ob es hierfür vielleicht einen Trick gibt, wahrscheinlich Hybrid-Bild und so weiter. Ja, dann ganz simpel. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.